Pass einfach auf, was ich sage. Emmett, ich bin noch nicht fertig mit dir. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Sehr gut. Jetzt das Ventil da drehen. Sehr gut. Wir haben schon ein Viertel geschafft. Emmett, komm wieder her. Ups. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Es mag dich schockieren, Taps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Bringst mich zu etwas, das ich nicht bin. Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber meine ist es nicht. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Ich kann von deinen Leuten, die um dich herumwirbeln wie Brummkreise. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Jura? Achte genau auf meine Betonung. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Je hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Was hast du getan? Hörst du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Pass einfach auf, was ich sage. Bringst mich zu etwas, das ich nicht bin. Ich bin keiner von deinen Leuten,
die um mich herumwirbeln wie Brummkreise. Die eine sind nicht auf der Nase herum. Hast du nicht ein Ablassventil? Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Ah, die Hälfte ist geschafft. Damit! Mach weiter so. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Kennst du einen Anwalt, der nicht ständig unter Strom steht? Deine Mutter und ich sind geschockt von deinem Vater. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Achte genau auf meine Betonung. Diese Unterhaltung finde ich ganz und gar nicht spannend, Vater. Versuchst du mir etwa die Worte im Mund umzudrehen? Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich... Was hast du ge... Darf ich auch mal eine Runde reden? Oder wird das mal wieder ein Monolog? Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? Lass dich deine ganze Vergangenheit in Flammen aufgehen, mein Vater! Pass einfach auf, was ich sage! Damit! Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Was ist nötig, um dir Feuer unter deinem undankbaren Hinterteil zu machen? Nein, es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Nicht. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Druck! Du bist ein Kind, du weißt gar nicht, was Druck ist. Ach, was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Vater, wieso hörst du mir nie zu? Darf ich auch mal eine Runde reden? Oder wird das mal wieder ein Monolog? Deine Vorfahren drehen sich gerade im Grabe um. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft... Nichts anfassen, bevor ich es sage. Nicht. Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? Die von Braun sind Diener der Gerechtigkeit, seit der göttliche Funke die Menschheit erhält. Emmet! Was kann ich dafür, dass der Funk... Achte genau...
Als aufgeblasene Säcke. Was geben sie dir in der Schule zu essen? Du siehst aus wie ein Skelett. Nein. Mach doch nicht so einen Wirbel. Warum lässt du dich so auf? Jetzt kühl dich mal wieder ab, Paps. Vorfahren drehen sich gerade im Grabe um. Musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? Aber ich mag das doch nicht wie mich. Was innerlich auffrisst? Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Deine Mutter und ich sind geschockt von deinem Verhalten, junger Mann. Fast geschafft. Emmett! Ich komme, Vater. Du drängst mich zu etwas, das ich nicht... Wie oft muss ich dich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich... abschütteln kann. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich! Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Aber ganz hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater. Ich bin keiner von deinen Leuten. Um mich herum wirbeln wie Brummkreis. Warum gehst du nicht die Enten füttern? Was hast du getan? Nein. Kennst du einen Anwalt, der nicht ständig unter Strom steht? Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschmack. Hörst du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. Hast du nicht ein Ablass? Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? Diese Unterhaltung finde ich... Pass einfach auf, was ich sage. Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber mein... Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude?
Ein guter Anfang. Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Da brennt ein Feuer in mir, das...